das Oberblattfest und der Weihnachtsmarkt. Der unregelmäßigen Abständen findet das sogenannte Wolkenkratzer-Festival statt, zuletzt im Mai 2007 nach einer 6-jährigen Pause. Dabei waren 15 Hochhäuser in der Innenstadt für die Öffentlichkeit zugänglich. Frankfurt ist eine der wenigen Städte Europas mit einer ausgeprägten Skyline und wird deshalb auch manchmal als Manhattan bezeichnet. Eine Anspielung auf Manhattan in New York City. Besonders viele Hochhäuser stehen im sogenannten Bankenviertel, wo die westliche Innenstadt, das östliche Bahnhofsviertel und das südliche Westend aufeinandertreffen. Mit dem Eurotower, einem City-Hochhaus und dem Helaba-Hochhaus erfolgte eine Verdichtung der Hochhäuser im Stadtzentrum. Die bekanntesten Gebäude sind 155 Meter Köln-Zwillingstürme der Deutschen Bank, die im Volksmund auch Soll und Haben genannt werden. Heute ist der Main Tower das einzige Hochhaus in Frankfurt mit einer öffentlich zugänglichen Aussichtsplattform auf dem Dach. Höchstes Bauwerk der Stadt ist der Europaturm, ein Fernmeldeturm der Telekom mit einer Höhe von 337,5 Metern. Der 1129 erstmal erwähnte Stadtteil Sachsenhausen auf der südlichen Mainseite wird in Frankfurter Mundart auch Drifterbach genannt. Der Stadtteil ist gegliedert in Sachsenhausen Nord und Sachsenhausen Süd. Seit dem Mittelalter wohnten hier hauptsächlich Fischer, Landarbeiter und Handwerker. Die Sachsenhäuser Altstadt wurde ein beliebtes Ausgeh- und Kneipenviertel. Sachsenhausen wurde bereits 1490 urkundlich errichtet und ist damit eines der ältesten Feste der Stadt. Das dominierende Bauwerk am Sachsenhäuser Mainufer ist die Dreikönigskirche. Der Hauptbahnhof, eröffnet 1888, ist eine der größten seiner Art in Europa. Das Bahnhofsviertel ist ein Schmelztiegel der Kultur. Dort befinden sich Geschäfte und Restaurants verschiedenster Art aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Das Bahnhofsviertel lebt 24 Stunden am Tag. Die Kaiserstraße, auf die der Besucher direkt vom Haupteingang des Hauptbahnhofs ausblickt, ist ein städtischer Boulevard. Das Straßenbild im Bahnhofsviertel ist multikulturell. Neben zahlreichen ausländischen Restaurants, Imbissen, Lebensmitteln und anderen Geschäften existiert zum Beispiel auch ein islamisches Kulturzentrum mit einer Moschee. In der Münchner Straße entstand 2005 mit dem Hammermuseum Frankfurt ein erstes Museum. Die Stadt bietet ein vielfältiges kulturelles Programm. Dazu zählen die einzigartige Museumslandschaft mit über 60 größeren und kleineren Museen und Ausstellungshäusern. Das Museum Ufer auf der Sachsenhäuser Mainseite umfasst bekannte Häuser wie das Städel, das Museum für Kommunikation, Architekturmuseum, das Deutsche Filmmuseum, Museum der Weltkulturen und das Museum für angewandte Kunst. Historische Museen sind das Archäologische Museum, das Historische Museum und das Jüdische Museum. Die Oper Frankfurt ist ein weltweit renommiertes Haus und erhielt mehrmals die Auszeichnung Opernhaus des Jahres. Die Alte Oper besitzt einen sehr schönen Konzertsaal und hat heute eine große Bedeutung als ein wichtiges Musikzentrum in Europa. Auch als Kongresshaus ist die Alte Oper bei Unternehmen und Institutionen bekannt und begehrt. Die Komödie in der Neuen Mainzer Straße und das Fritz-Remond-Theater sind zwei bekannte Boulevardtheater Frankfurts. Die seit dem 15. Jahrhundert stattfindende Frankfurter Buchmesse ist nicht nur ein wirtschaftliches als größte Buchmesse der Welt, sondern auch ein bedeutendes kulturelles Ereignis. Während der Buchmesse werden der Friedenpreis, der Deutsche Buchhandels und der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen. Frankfurt, eine der ältesten Zeitungsstädte der Welt, ist Sitz von zwei überregionalen Tageszeitungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Frankfurter Rundschau. Regionalzeitung ist die Frankfurter Neupresse und das Journal Frankfurt. Württemberg im 1749 sind zu Welt. An der Stelle des Geburtshauses im Großen Kirchgraben stehen heute das Goethehaus und das Goethe-Museum. Der Bau aus dem 17. Jahrhundert fiel den Bomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Doch wurde das Haus originaltreu rekonstruiert. Goethes Studienzimmer im zweiten Obergeschoss ist ausgestattet, wie es einst war. Heute sind in diesen Räumen Sprachen aus aller Welt zu hören. Das Goethe-Museum präsentiert eine umfangreiche Sammlung mit Gemälden, Grafiken und Büsten des 18. und 19. Jahrhunderts.
vom Spätbarock über Klassizismus bis Romantik und Liedermeier. In Sonderausstellungen begegnen die Besucher wertvolle, empfindliche Dokumente und Drucke aus der grafischen Sammlung, dem Handschriftenarchiv und der Bibliothek. In Frankfurt am Main befinden sich zwei Universitäten sowie mehrere Fachhochschulen. Die bekannteste und älteste Universität der Stadt ist die 1914 gegründete Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgien ist die älteste private wissenschaftliche Hochschule Frankfurts. Im künstlerischen Bereich verfügt Frankfurt zu einem über die Städtische Hochschule für bildende Künste, Musikakademie, Institute für europäische Rechtsgeschichte, Biophysik und Hirnforschung, die Frankfurter Volkshochschule. Lebendig und multikulturell wie die Stadt Frankfurt ist auch die Restaurantszene. Die Besucher können kulinarische Spezialitäten aus zahlreichen Ländern probieren. Für Einkaufsbummler ist Frankfurt ein wahres Eldorado mit seinen vielen Einkaufsstraßen und Zentren. Im 19. Jahrhundert galt Frankfurts Küche neben der Hamburger und der Wiener als führend in Deutschland. Zu den ältesten und bekanntesten Delikatessen gehören die seit dem Mittelalter hergestellten Frankfurter Würstchen aus Schweinefleisch. Eine besondere Spezialität Frankfurts ist die grüne Soße, die traditionell aus 7 Kräutern hergestellt wird. Bekannte Süßigkeiten aus der Frankfurter Küche sind die Frankfurter Brenten, die Hadekuche und der Frankfurter Kranz. Und Apfelwein gilt heute als Frankfurt-Traditionsgetränk. In Frankfurt existieren zahlreiche religiöse und weltanschauliche Gruppierungen, die nicht alle offiziell registriert sind. Bereits im 7. Jahrhundert existierte an der Stelle des Domes eine kleine Kirche. Von 1548 wurden die katholische Stiftskirche und Klöster in Frankfurt an die katholische Kirche zurückgegeben. Die reformierte Kirche durfte in Frankfurt erst ab 1786 eigene Kirche errichten. 1866 schlossen sich die lutherischen und die reformierten Gemeinden zu einer Frankfurter Landeskirche zusammen. Es gibt noch orthodoxe Kirche, altorientalische, Freikirchen, altkatholische Kirche und die neuapostolische Kirche. Größte Frankfurter Synagoge ist Westen-Synagoge und Nur-Moschee war die erste Moschee Frankfurts und eine der ersten in Deutschland.